Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück bei Battlefield Multiplayer. Oder Battlefield 1 Multiplayer. Das riecht aber immer so nisch, das versteht man nicht so schlecht, das muss man im Mund haben. Mann. Und es geht ab zur Operation in die Hölle. Ja, das kam es mir beim letzten Mal schon vor. Ja, ich mach mal noch ein Battlepack auf, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Hier, boom. So eine schöne Animation. Was haben wir gekriegt? Eine Selbstlader. Oh, herausragend. Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt sagen soll. Ja, ich fand's. Sind wir witzig oder was? Ja. Ich fand das sehr unterhaltsam. Weißt du, was ich auch gut fand? Da war einmal der Anfang und da sagst du so. Ja, also hier sieht man. Und jetzt bin ich ruhig. Gegen die Hunden. Hast du ihre Maschinengewehre gesehen? Ihre Artillerie? Die Flugzeuge? Verdammt! Die Chancen, dass wir diesen Feldzug überleben, stehen 25 zu 1. So hart sind diese Teufel gar nicht. Wir sind die Deutschen. Die Stellung einfach platt. Brecht durch die Hindenburg-Linie und beendet diesen Krieg. Nee, die Franzosen kämpfen hier seit 4 Jahren. Sie sagen, nach 4 Minuten Kampf gegen diese deutschen Stellungen sehen wir genauso aus wie sie. Wie eine Armee von lebenden Toten. Alles klar. General Pershing hat einen Angriff auf die Maas befohlen. Wir müssen zunächst die Schrapnell-Ecke sichern. Das ist die befestigte Grabenlinie hier. Anschließend fallen wir ihnen in den Rücken und erobern dieses Chateau. Nach diesem Angriff marschieren wir weiter zu diesem Eisenbahnknoten und besetzen ihn. Ach, warum? Danach ist der Weg in die Argonne frei. Da sagst du am Anfang, ja, also hier am Anfang sehen wir schöne Bilder. Das ist richtig gut. Richtige Stimmung weit. So voll gelangweilt einfach. Was? Schöne Bilder. Ja. Richtig gut gemacht. Wir haben so eine Lord of Screens. Lord of Screens. Oh Gott, da sitzt einer im Bunker, so ein Assi, ey. Okay, ich hab einen getötet. Hallo, Medic. Wo bist du? Ja, tot. Okay. Oh Gott, ich bin fast gestorben. Hier sehen wir schöne Large Screens. Ah, ich bin tot. Alter! Ach Gott! Kannst du mich heilen? Alter, da kommt einer um die Ecke. Geschossen worden. es ist einfach unfair. Die Angreifer sind viel zu überlegen. Verteidiger. Okay. Wir haben schon B, ne? Klasse. Ja. Ach, B glaub's ist ja auch das hier vorne. Ich glaub's ja nicht im Ernst, dass wir beide Seiten auf einmal halten. Ja, wie denn auch? Oh Gott. Weil mir ist ein Panzer, anstatt dass der Arsch mal den Bunker tot fährt. Alter! Wo fährt der denn hin? Wie kann man denn so dumm sein einfach? Der Knuddel, Wiederbelebung. Hallo? Belebt mich doch mal wieder! Hier liegt ein Toter. Und ich bin Medic. Interessiert mich nicht. Ah! Knuddel 97. Naja, geht doch. Die blöde Kanone und zerschießt den Bunker. Wie kann man denn so dumm sein einfach? Oh Gott. Gott. Zerschießt den Bunker, ihr Idiot. Ich krieg's nicht auf die Kette. Wie kann man denn so dumm sein? Die zerschießen uns einfach aus dem Bunker raus. Du das kannst keinen Schritt. Ein Mörser. Ach, ich bin schon wieder auf. Ja,
halte mal den Bunker in Betrieb, ja. Warum? Nee, ich halte ihn nicht in Betrieb, ich schieße da immer so rein, dass der halt nicht rausgucken kann. Drücke mal mit vor. Alter, ich bin voll geglitscht gerade. Tot? Nee. Fuck, ich brauche einen Sunny. So, oh Gott, hier ist eine Falle, scheiße. Max, ich komm, du bist ja auch Scout. Ja. Aber ich sehe hier auch keinen von denen. Da jetzt. Ich sehe hier aber auch keinen. Ich will geschossen. Warum drehen die nicht die Kanonen rum? Ja. Was ist denn der mit dem blöden Mörser? Mann, Kill gekriegt. Alles klar. Gut. Wir haben noch die Hälfte unserer Truppen. Ich bin bei dir. Alles klar. Das Problem ist, hier sind die gerade richtig vollgestürmt, aber ich sehe nicht, wo die jetzt sind. Alter, alles klar. Er ist gerade richtig explodiert, richtig. Ja, ich bin weggesprengt worden mit dem Feldgeschütz. Nämlich, ich sehe das Feldgeschütz nicht. Ist direkt bei B. Wir haben noch 50 Soldaten. Bei B? Ja. Alles klar. Direkt bei B. Wo schießen sie jetzt denn hier schon wieder lang? Oh Gott, da kommt einer rausgestürmt, Achtung! Ich brenne. Ich brauche medizinische Hilfe, ich bin selber Medic, alles klar. Fuck einfach. Lass die Nummer hier einfach immer ein bisschen rumtanzen. Sie dürfen sich einfach nicht zu sicher fühlen. Okay, da ist ein Medic. Kannst du mir mal Deckung geben? Hier kommt einer, hier kommt einer! Bei mir! Am Denkmal! Ja, warte! Oh Gott, der tanzt immer rum! Was ist das für eine scheiß Technik immer? Die mit ihrem hässlichen Rum hier tanzen. Dadurch kann ich mich vor Skype, vor Snipern retten. Mama. Wir haben den Sektor gesichert.
Gibt's mir keiner? Ne, anscheinend nicht. Komm, Panzer ran. Na. Ich würde sagen, erst B oder so. Problem ist, ich bin halt Sniper. Ich kann halt jetzt nicht. Richtig starker Beschuss. Was? Richtig starker Beschuss, habe ich gesagt. Fuck. Gegeben. Wir haben noch 50 Soldaten. Ich sehe gerade aber auch echt nichts. Es ist gerade so dunkel. Check fest. Wo hab ich die denn hingeworfen? Nein, mein Spiel ist abgestürzt. Nicht ernsthaft. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn das für Scheiße? Mit DirectX wieder, oder? Normal. Hallo? DirectX? Vielleicht musst du das mal aktualisieren, das DirectX oder so. Oder hast du DirectX 10 angemacht? Ich hab hier überhaupt nicht angemacht. Ja, du hast doch deine Dings ver... hoffe ich mal, dass ich einfach nicht getroffen werde. Wir haben noch 20 Soldaten. Ich sehe hier gerade keinen. Alles klar, wir haben verloren. Wir haben verloren, Jungs. Denkt an die Zimmermann-Depesche. Wir kämpfen nicht nur für Europa, sondern für eure Mütter, Frauen und Schwestern zu Hause. Lasst uns zurückschlagen. Ich glaube, wir haben zwei sogar. Hallo? Das ist ja jetzt noch zwei Versuche, oder nicht? Ja, bist du noch drin? Nein! Kannst du nicht noch drin sein, wenn das Spiel abstürzt? Kannst du noch nachteilen oder so? Lukas, woher soll ich das denn wissen? Ich mache doch gerade das Spiel erst wieder an. Oh. Ja, ja. Ja, genau. Ich kann dir nicht beitreten. Soll ich unterbrechen? Nee. Hey, warum bewege ich mich nicht? Gott, ich wurde angeschossen.
Gott, jetzt wurde ich endlich wirklich getroffen. Alles klar. Da ist schon wieder Geschichte. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich irgendwie einen Stich sehe hier in die. Ich spiele jetzt auf Seite der Deutschen in einem Team mit Mighty Milf Hunter. Gott. Aber du spielst jetzt in meinem Spiel mit weiterhin. Nee. Aber hier ist es zum Beispiel auch ganz anders. Hier scheinen dich wirklich auch die Medics zu heilen. Also hier ist es nicht wie in dem anderen Spiel, ja, bist du halt tot, wisst ihr? Da hatte ich immer so das Gefühl, ja, du musst dich halt wieder. So, das ist aber von. Das ist aber von unserem Budget abgeht sozusagen. Ja. Hier ist es wirklich so hier. Ich werf den Granat aufpassen! Shit. Was denn? Ich wurde von einem Panzer erschossen. Oh Gott, scheiße. Von da unten. Was sind das schon?
Okay, der heilt mich. Sehr gut. Eigentlich ist es ja schwachsinnig, als Angreifer mit einem Medic zu spielen, ne? Du hast ja eh unendlich Nachschub. Wir haben gewonnen. Alle Sektoren erobert. Sie sind geschlagen. Ihr seid alle Helden. Ihr habt ihren Widerstand gebrochen, aber das ist erst der Anfang. Jetzt spiele ich auch noch weiter, Max. Krieg in den Argonnen ein für alle Mal zu beenden. Vielleicht kannst du mich dazu einladen. Eine tief gegliederte Verteidigung ein, um den Feind in das deutlich stärker befestigte Hinterland zu locken. Die siegreichen Bowboys marschierten in die Wälder der Argonnen, ohne zu ahnen, welche tödliche Überraschung sie dort erwarten würde. Vielleicht schick mir mal eine Einladung. Ja. Kannst du das? Wie soll ich das jetzt sehen? Ich kann dir gerade keine Einladung schicken. Tja, sie haben sie ich habe dir eine geschickt. Na und? Sie haben eh nichts zu fressen. Blackjack Pershing hat keine Ahnung. Tja. Der Hunde hat Bunker. Vielleicht siehst du die jetzt irgendwo. So groß wie Häuser. Betonbunker, Schnellfeuergewehre, Senfgas. Am Fluss wurde ein Dutzend Männer von einer Granate in Fetzen gerissen. Nur weil ich kann dir jetzt vielleicht joinen. Leider nicht. Aber ich kann dich nicht einladen. Ist das einfach bescheuert, ey. Mein Bajonett ist aufgepflanzt. Mein Gewehr geladen. Und ich bin bereit, jeden einzelnen dieser Bastarde zu töten. Warte, ich versuch's gleich, vielleicht funktioniert das jetzt die gleich. Die Deutschen halten in den Argonnen mehrere Festungen. Unsere Priorität ist der Ritzbunker, hier. Sobald wir diese Position gesichert haben, müssen wir die Brücke an der Hellfire Corner attackieren und halten. Von dort starten wir unseren Angriff auf ihre Stellungen und besetzen die Ruinen dieser Abtei. Vergessen, die Deutschen haben diese Stellungen seit Jahren befestigt. Das wird also kein Spaziergang. Ich kann dich nicht einladen. Soll ich rausgehen? Ist mir egal, ich habe keine Lust mehr. Okay. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Tschüss.